Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Live. Es geht heute weiter und zwar bei unserem super coolen Bahnhof Wimmelbild. Vielleicht klingt heute der Sound ein bisschen anders. Warte, ich hole mal den Computer her. Denn ich habe ein kleines Experiment gestartet. Und zwar habe ich jetzt eine Kamera anstatt mein Smartphone über meinem Kopf, was ein bisschen besser ist. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, vom Bild her ist es besser. Und ich glaube, auch zum Bearbeiten später ist es besser, weil ich habe sonst immer so einen riesen Durcheinander da auf meinem Phone. Okay, so, jetzt muss ich mich erstmal hier dran gewöhnen an all die lustigen Sachen. Carlotta ist beigetreten. Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Live. So, und bevor ich jetzt weiter auf mein Bildschirm schaue, ich habe nämlich jetzt statt mein Handy, wo ich immer über mich so gucken muss, kann ich jetzt quasi vor mich schauen. Und dort sehe ich dann den Chat, wer da ist und so weiter. Carlotta, vielen lieben Dank für das Herzchen. Das ist jetzt schon tausendmal besser mit der kleinen Kamera. Okay, cool. Also, aber wir müssen jetzt weitermalen, weil wir werden ja nie fertig mit unserem Bahnhof Wimmelbild, wenn ich nie weitermal. Und deshalb machen wir jetzt mal weiter. Erstmal hier einen schönen Stift einstellen. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben hier immer noch den Gärtner als Skizze. Was hatten wir da noch? Kannst du einen Mann im Hotdog-Kostüm malen, sagt Summer Girl. Das ist voll die geile Idee. Das mache ich jetzt direkt. Die Marie sagt, hi, guten Morgen, hallihallo Marie. Ich weiß nicht, was ich... Ich gehe mal kurz raus und wieder rein. Ich habe da vorhin irgendwas Falsches eingestellt. Okay. Skizze. Ein Mann im Hotdog-Kostüm finde ich super gut. Jetzt schaue ich mal gerade, wo wir den gut hinquetschen können, damit der auch schön Platz hat. Ah, da wollten wir noch einen Detektiv... Nee, ein Vampir war das, genau. Lost and Found Stand haben wir da. Ich glaube, den Mann im Hotdog-Kostüm, den machen wir hier hin. Das ist eine richtig gute Idee. Und der verteilt hier so Flyer oder so. Das passt jetzt gerade. Ich habe nämlich gerade neulich so ein Hotdog-Kostüm gesehen. Für den Fall, dass jemand Paris Hilton auf TikTok folgt. Dann machen wir ein Bein gerade so. Das ist jetzt erstmal nur die Skizze. Ich zoome mal ein bisschen ran, dann könnt ihr zugucken. The Cool Person ist beigetreten. Hallihallo. Vielen lieben Dank für eure Herzchen. Hanna, hallihallo. Herzlich willkommen. Hey, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe nämlich keine extra Kamera gekauft, sondern benutze jetzt nur meine Laptop-Kamera. Mann, das ist richtig cool mit dem TikTok Live Studio. Ich bin ein bisschen später, weil ich muss das erst jetzt installieren heute Morgen. Ich hatte es eigentlich installiert, aber dann nochmal. Jetzt machen wir dem Hotdog hier so ein Würstchenzipfel. Ich weiß zwar nicht, ob Hotdogs das haben, aber ich finde das eine gute Idee. Ja, man hört dich. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Und jetzt machen wir auf die Menschenebene die Outline. Ah nee, warte, der braucht noch schnell Arme. Ich mache noch schnell Arme, weil der verteilt ja Flyer. Der verteilt hier Flyer vom Hotdog-Stand oder so. Hat er ganz viel in der Hand. Die machen wir jetzt hier hin. So. Wir malen dem Augen, obwohl man die Augen eigentlich gar nicht sieht, weil die sind ja da im Hintergrund, okay? Können wir ihn dann auch direkt ausmalen? Ja, ich male ihn direkt aus auch. Ich habe jetzt angefangen, bei dem Wimmelbild immer gleich alles auszumalen. Jetzt machen wir den hier so ein bisschen schwungvoll. Oh, warte, ganz kurz. Ich muss noch was überprüfen. Nee, warte, ich mach's nochmal hin. Ich habe noch ein paar Ebenen zusammengefügt. Nicht, dass ich jetzt ausgerechnet auf der Ebene... Ah, nee, das passt. Gut. Mit dem muss man natürlich so tun, als ob das seine Frisur ist, dieser Wurstzipfel da. Das hier ist das schöne Stück Brot. Ah, nee, das lass mal so. Der hat natürlich auch so Promotion-Schuhe an. Der hat keine normalen Schuhe an, sondern der hat Schuhe, die gehören zu seinem Kostüm. Die sind einfach so klobig und braun. Das sollen so Grümel darstellen. Hotdog-Grümel, also vom Brot. So, und hier kriegt er dann all seine Flyer in die Hand. Wunderschön. Und da hat er einen Flyer, den will er gerade loswerden. Hotdog 5 Euro. So, und dann machen wir ihm hier schon mal zwei Augen. Das soll sein Gesicht sein. Und jetzt müssen wir erstmal was hier wegradieren. Das stört mich nämlich. Damit wir so ein bisschen unseren Hotdog-Mann auch in Wirklichkeit sehen. Ich lese gleich eure Kommentare wieder. Eine Sekunde. Ich muss gerade schnell hier ein bisschen pinseln. So, schaut mal, unser schöner Hotdog-Mann. Und jetzt machen wir Menschen da auch noch was wegradieren. Und zwar das hier. Oh, der gefällt mir jetzt schon richtig gut. Der sieht mega cool aus. Oh, danke, sagt die Hanna.
Wie kannst du so gut malen? Vielen lieben Dank. Ich weiß auch nicht, ich male einfach. So, und jetzt malen wir den an. Dann macht man ein schönes braunes Hotdogbrötchen, vielleicht so eins, so ein Milchbrötchen. Warte, ich muss immer gucken, auf der richtigen Ebene bin. Ich habe da ein Durcheinander, das gibt's nicht, mit meinen Ebenen da organisiert. So, hey, meine neue Kamera ist so cool. Ich finde es jetzt richtig lustig mit dem Live, dass ich sehe jetzt immer, wie es flimmert und aufblinkt im Augenwinkel auf meinem Laptop-Bildschirm statt auf meinem Handy. Und das ist elends cool. Jetzt könnte ich sogar, ich glaube, das Wort habe ich 100 Jahre nicht mehr gesagt, elends. Jetzt könnte ich sogar mit meiner Computertastatur eure Kommentare antworten. Warte, ich schreibe mal eins rein. Wie heißt die App? Die App heißt Procreate. Und? Oh yes, es hat geklappt. Geil. Mega cool, ist ja richtig lustig. Hey, wow, wisst ihr, was voll cool ist? Jetzt warte, ich muss mal kurz den Live-Chat hier auf die Seite schieben. Jetzt kann ich sogar sehen, dass wer hier was. Die Hanna hat 3 Münzen geschenkt, die Carlotta hat 3 Münzen geschenkt. Das ist ja voll witzig, cool. Weil das geht mir immer verloren im normalen Joy, kein Problem. Im normalen, geht aber nur auf Apple übrigens. Im normalen Chat, wenn man auf dem Handy live ist, ging das immer verloren. Da machen wir so coole Dinger hin, weil die male ich immer. Dann machen wir hier ein bisschen Schatten auch schon hin. Und jetzt malen wir durch unser Würstchen an. Das machen wir jetzt aber auf die Ebene. Jetzt mal schauen, ob wir da eine gute Hotdog-Farbe finden. So ein Hotdog. Die sind ja so orange-rot irgendwie. Vielleicht. Ich finde keine Hotdog-Farbe. Was soll man? Wie könnte so ein Hotdog so? Okay, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr die Farbe findet. Also ich hätte jetzt das hier als Hotdog-Farbe. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ist halt ein bisschen künstlicher Hotdog, aber das macht ja nichts. Das ist ja auch kein echter Hotdog, sondern das ist ja nur so eine Figur. So, mal gucken, was hier. Ja, supi, sagt die Joy. Sehr gut. Joy folgt dem Creator. Vielen lieben Dank. Zu hell, sagt die Hanna. Okay, da müssen wir. Können wir hier. Nee, nee, warte, wir machen klassisch. So vielleicht, Hanna, guck mal. Das wäre auch noch vielleicht. Aber jetzt sieht er noch künstlicher aus. Könnt ihr überhaupt den. Ah, man kann den Unterschied für euch gar nicht erkennen. Ja, hier so ein bisschen kann man den Unterschied erkennen. Ist ein bisschen schwierig. Es sieht ein wenig anders aus auf dem Bildschirm, was ihr seht, wie was ich sehe. Ich nehme jetzt aber mal die Farbe, weil ich glaube, die passt ganz gut. Ach so, und wer Lust hat, ihr findet all meine Wimmelbilder im Link in der Bio, in meinem Etsy-Shop zum Kaufen. Und das Weihnachtswimmelbild, das passt jetzt gerade schön zur Saison, gibt es gratis als Download. Auch im Link in der Bio könnt ihr einfach runterladen. Und wer Lust hat, findet auch all meine Lives auf YouTube. Die lade ich dann immer hoch. Da freue ich mich mega, wenn ihr die anschaut. Jetzt machen wir die Beine auch so, weil der hat so eine Leggings an in genau der gleichen Farbe. So. Ja, geht auch. Sagt die Joy. Okay, sehr gut. Zienchen sagt, ja, sehr gut. Ja, es sieht leider ein klitzeklein bisschen aus. Guck mal, wie cool der jetzt so im Gesamtbild, wie cool der da reinpasst. Oh Mann, mega cool. Lara ist beigetreten. Hallihallo und herzlich willkommen. Und die Arme hat er auch. Die Arme, soll man die auch in so ein Kostüm machen? Der hätte halt so ein Full-on-Kostüm an. Jetzt müssen wir die. Da sieht man keine echte Haut, sondern eher von oben bis unten ein Hotdog. Das muss ich auch noch machen. So, und jetzt braucht der Hotdog noch klein bisschen dunklere Farbe, denn ich würde gerne. Dem auch so ein bisschen Schatten machen. So, schaut mal, wie cool der jetzt aussieht, unser Hotdog-Männchen, oder? Wie kommt man auf die Seite drauf? Wie meinst du auf die Seite? Auf mein Bild, was ich hier mal? Du schlägst einfach was vor und mit ein bisschen Glück male ich's. Und jetzt hat gerade vorhin jemand sich den Hotdog-Mann gewünscht und den fand ich so eine coole Idee. Da habe ich gedacht, den setze ich jetzt direkt mal um. Ich mache mal dem die Flyer noch schön weiß. Oh, das ist aber ein komisches Grau-Weiß. Aber ist egal. Der verteilt da ja Hotdogs. Ah, nein, das geht gar nicht. Das ist die gleiche Farbe wie der Boden. Moment, ich muss eine andere Farbe. Dann machen wir diese Orange. Weil das ist ja für einen Hotdog stand. Das muss ja ein bisschen so ein schöner, bunter Flyer sein. Oh, Moment.
Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich habe noch gar nicht unsere üblichen Verdächtigen heute im Chat gesehen, aber das liegt vielleicht an meinem neuen Format. Wir sind cool, ist am Start. Hallihallo und danke für deine Münze. Und dann, wen haben wir hier noch? Ich suche Kritzelditzel, Shelly und die Yassi und die Elka, ich glaube ihr Name. Ich vergesse, die Hanna ist da, genau, die ist auch öfter da. So, Deria folgt dem Live-Creator. Super, vielen lieben Dank. Okay, oh, wir haben die Schuhe vergessen. Jetzt müssen wir die Schuhe noch anmalen. Und danke für all eure Follow, denn bald habe ich 8000 Leute erreicht und das ist so cool. Oh, das gefällt mir, das Live gefällt mir heute jetzt schon richtig, allein wegen dieser lustigen Kamera und dass ich jetzt dieses TikTok-Studio aufgesetzt habe. So, also hier haben wir unseren Promotion-Hotdog-Mann, eine sehr coole Idee. Huh, sagt Julia, hallo und Jenny folgt dem Live-Creator, dankeschön. Wir sind cool, immer noch der Bahnhof. Ja, wir sind immer noch am Bahnhof, weil ich ultra langsam gar nicht mehr weiterkomme. Wie kommt man auf deine Website, auf die Website? Kim, du klickst im Link in der Bio, also du gehst auf mein TikTok-Profil und dort ist ein Link und dort sind dann all die Bilder und so, falls das ist, was du meinst mit Website. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht hin. So, hier, das ist das tolle Angebot. Nur 5 Euro. Wunderbar. So, sehr, sehr gut. Hallihallo, Polina und allen, die gerade beigetragen, getreten sind. Kim, super. Also ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ich muss kurz was trinken. Schaut mal schön. Oh, ich habe mir extra Licht auch angemacht, dass man jetzt auch meine Hand sieht. Genau, wir sind cool. Ich bin ultra lame. Ich komme gar nicht voran. Deswegen ist das immer noch der Bahnhof. Oh, der ist ja so cool. Ach so. Jetzt gibt er da natürlich den Flyer, aber da ist ja gar niemand. Jetzt müssen wir vielleicht noch jemand malen, der den Flyer annimmt. So sieht es ja irgendwie komisch aus, oder? Sollen wir mal probieren, da vielleicht so ein... Oh, wisst ihr, was ich jetzt voll Lust hätte zu malen? Ein Kind in so einem Hotdog-Kostüm. Oder irgendein... Weil jetzt haben wir Halloween, da könnte man auch ein Kind in einem Kostüm malen. Warte mal ganz kurz. Ich überlege mal kurz die Skizze fürs Kind. Das Kind könnte irgendwie so dastehen, so ein bisschen... Aber das ist halt halb hinter dem Ding. Ein Kind im Hexenoutfit, sagt die Joy. Dann könnte man dem so eine... Oh je, meine Hüte werden immer nicht so gut, sage ich euch gleich. Das wäre so der Hexenhut. Also jetzt erstmal nur die Skizze. Dann hat er so eine Fake-Nase an. Nee, das sieht komisch aus. Warte, wir müssen den Hexenhut anders machen, dass es besser aussieht. Ich habe eine Idee. Schnell rückgängig. Ja, die hat ein Team jetzt geschickt. Vielen lieben Dank. Und der Moderator hat einen Kommentar fixiert. Aber wo sehe ich jetzt die Kommentare? Ah, ist schon wieder weg. Okay. Weil wisst ihr, ich habe doch jetzt hier meinen neuen Chat. Jetzt muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Okay, also und zwar macht man den Hut, glaube ich, so, damit man ein bisschen das Gesicht von dem Kind erkennen kann. Ja, also Hüte ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, wie man vielleicht erkennen kann. So, da könnt ihr hier so einen Hexenhut anhaben und so Hexenhaare auch. Das ist so ein Teil, das ist am Hut dran. Und dann könnte das Kind... Und dann wäre hier die Hand. Und das könnt ihr so den Flyer annehmen. Und dann sieht man halt hier einfach nur noch die Schuhe. Oder vielleicht... Hätte es auch einen Besen dabei. Weil ich ja gerade auf dem Weg zum Halloween-Dingens... Dann könnte man da noch einen Besen hinmalen. Aber ihr müsst euch halt denken, dass man das alles nicht sieht, weil das wäre halt hinterm Ding. Jetzt ist es irgendwie ein riesiges Kind. Das machen wir doch so. Dann machen wir hier das Hexenkind hin, das sich gerade verkleidet hat. Und der Hotdogmann, der ihm ein Dingens gibt. Ein Ding. Oh, jetzt sehe ich gerade, es sind 23 Leute im Live. Jetzt habe ich die Nummer gecheckt. Und 217 Leute haben es angeschaut. Ich habe mich schon gefreut und dachte, 217 Leute sind im Live. Naja, oh, die Julia hat 4 Münzen geschickt. Vielen Dank. Und wir sind cool, hat 5 Münzen. Jetzt sehe ich hier so ein Leaderboard. Das ist ja voll cool. Sienchen hat 2 Münzen geschickt. Und die Kim hat 3 Münzen. Kimi meinte durch. Hat 3 Münzen geschickt. Und die Paula hat auch 1 geschickt. Vielen lieben Dank. So. Let's go mit dem Kind. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil jetzt habe ich hier wieder meine tollen Ebenen, die ich alle schön... So, jetzt machen wir mal
Irgendwie ist mein Stift heute so fett. Ja, also wer Lust hat, folgt mir auch gerne auf YouTube. Da würde ich mich mega freuen. Und da könnt ihr meine Lives alle nachgucken, denn ich habe schon ganz, ganz viele Wimmelbilder mit euch gemacht. So, jetzt musste ich mich gerade konzentrieren. Jetzt habe ich erst vermasselt, was ich mal. So will ich ja keine Spitze haben von dem Hut. Haha, das. Ah doch, obwohl, so können wir es machen. Das ist ein cooler Hut, oder? Das sieht schon mal nicht gut aus. Hast du eine Folie drauf? Wir sind cool. Ja, ich habe so eine Paper-like-Folie dahin gemacht. Das fühlt sich jetzt an wie Papier, weil sonst, erstens mal wäre es sonst super glänzend jetzt. Aber es ist auch besser zu malen, sonst rutscht der Stift immer irgendwie so weg. So, unsere Hexe hat einen Rollkragen an, weil es ist ein bisschen kalt. Unser Hexenkind. Warte, es kriegt ein bisschen anderen Kostüm. Und wer Lust hat, ihr könnt gerne doppelt auf dem Bildschirm tippen. Das hilft nämlich meinem Live super sehr und da würde ich mich mega freuen. Dann kommen nämlich mehr Leute rein und das wäre super cool. So, und jetzt machen wir hier die Hand. So, der nimmt, die will gerade den Ding nehmen. Schau mal, cooles Hexenoutfit, das gefällt mir jetzt gut. So, und dann machen wir hier runter. La la la. Jetzt weiß ich gar nicht, was eine Hexe sonst anhätte, aber bei uns. Oder soll man den Arm. Könnte den Arm auch so hinmachen. So. So, den anderen Arm sieht man nicht so gut. Der ist einfach hier so zur Hälfte. Moment, ich muss kurz was trinken. Dankeschön für alle. Die Spitze vom Hut ist weg. Oh. Dankeschön für den Hinweis. Chrissy, ich habe manchmal die Daumen sind auf der falschen Seite. Schon wieder. Aber die Hand. Oh, schon wieder. Seht ihr, das passiert, wenn die Shelly nicht da ist. Dann male ich immer male ich die Daumen falsch. So, jetzt stimmt's. Oh ja, ich bin eine richtige Pflaume, ey. Voll daneben gemalt. So, und jetzt machen wir hier die. Jetzt kriegt die Hexenschuhe. Ah, Hexenschuhe müssten ja eigentlich so Stiefelchen sein, oder? Die hat keine Stiefelchen, die hat so. Oh, was ist das? So Schuhe hat die an. Ich habe übrigens, endlich habe ich jetzt Zeit gefunden, an meinem Dr. Pastinaken-Detektivbuch weiterzumachen. Und ich bin jetzt sogar schon richtig weit. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil es so lustig ist. Die Daumen sind auf der falschen Seite, aber jetzt stimmen sie, glaubt. Nina, Hallihallo, herzlich willkommen. Julkieks. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So spricht man es garantiert nicht aus. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe es angepasst. So, und jetzt machen wir noch den Kopf. Ah, jetzt die Haare. Die Haare machen wir einfach als Striche. So, ich hoffe. Danke, sehr gut. Das Ding ist, ich hoffe, mein Sound und so ist gut, damit die Leute jetzt hier nicht rausgehen. Die hat so eine Fake-Nase an, die sie hier mit so einem Gummiband festgemacht hat. Oder checkt man das jetzt nicht? Sieht es komisch aus? Das checkt man wahrscheinlich nicht. Müssen wir einfach eine normale Nase malen. Und die lacht. So, die Augen. Die Augen sieht man nur ganz minimal. So. Und jetzt noch der kleine Besen. So Hexenbesen male ich voll gern, weil da muss man einfach nur so Striche hinkritzeln. Und schon hat man einen coolen Hexenbesen, oder? Sieht mega gut. Ja, man hört dich Bild gut, das Bild ist auch flüssig. Vielen lieben Dank. Kim sagt eine Warze. Chrissy JK, ist das eine Warze? Warte, warte. Ich kann halt immer nie Kindergesichter malen. Die Warze machen wir hier hin. So. Deswegen sehen meine Kinder immer irgendwie plötzlich erwachsen aus. Sieht es aus, als ob ich da was vergessen habe. Okay, aber egal. Jetzt malen wir das mal schnell an. Nee, warte, warte. Erst müssen wir schnell die Outlines. Da ist nämlich eine Linie in meinem Hexenhut, die da weg muss. Aber da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig radieren, weil die ja auf der gleichen Ebene ist. Und wo sind jetzt die komischen Räder? Endlich, endlich kann ich wieder Ebenen suchen. So, das hätten wir erledigt. Und jetzt müsst ihr mal sagen, was für eine Farbe wäre wohl eine gute Farbe für unsere Hexe?
warte mal, ich kann doch hier abstimmen machen. Warte, soll ich das mal schnell machen? Abstimmung und Geschenkstimme. Was? Weiß ja nicht, was es sein soll, aber ich klicke jetzt mal da drauf. Und wie es dann weitergeht mit meiner Abstimmung, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Live oder eben auf YouTube wiedersehen. Wenn ihr noch eine Idee habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis bald. Bye, bye.